Hallo und willkommen zurück, meine lieben Final Fantasy-Freunde. Wir sind wieder in, ja, immer noch in FH, blöderweise. Ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, wir haben ein bisschen was getan, was jetzt nicht so unbedingt aus dem Schnellen heraus so zu erkennen da ist. Außer vielleicht links am Rahmen. Ja, die letzte Folge war wie gesagt eine Special-Folge, die unabhängig von der Story verlief. Quasi nur so Nebenquest-Zeugs und das alles, was dazugehört. In dieser Folge wollen wir jetzt endlich mal zurück in den Garten gehen. Der nun repariert wird, wurde, waren sein. Da müssen wir dann noch mit der Mensa-Frau reden, habe ich hier stehen. Und ansonsten war es aber soweit. Habe ich mir auch total chronologisch nicht aufgeschrieben. Ich habe zuerst dastehen mit dem Sohn der Mensa-Frau reden. Und dann mit der Mensa-Frau. Nee. Hä? Ach, hab's total falsch hier stehen. Anders als ich gerade wieder gesagt habe. Jedenfalls passiert jetzt erstmal nichts Wichtiges, glaube ich, im Garten. Wir kriegen jetzt nur so eine kleine Nebeninformation, die vollkommen. Ja, unwichtig ist, in Anführungszeichen. Hä? Wieso folgst du mir? Selfie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich da nicht nachhelfen kann. Wo ist Selfie? An der Bühne für das Sommerfest. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Das steht nämlich in Druckbuchstaben oben drüber. Über dem Sohn von der Mensa-Frau. Also wenn ihr diesen Guide haben wollt, ich kann ihn gerne nochmal aufbereiten. Aber eigentlich gibt es heutzutage überall solche Guides. Da muss man nicht mal viel recherchieren. Meine ist halt bloß ein bisschen zusammengesammelt, sag ich mal. Moment mal. Mit Reparaturen haben die also das gemeint? Dachtest du, die kommen mit Schrauben und Hammer und Schraubenzieher? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Wenn es um sowas geht, ist auf unseren Boss Verlass. Ja, was haben sie denn mit Reparatur gemeint? Ich meine, wir sehen jetzt ja gar nichts. Ach so. Doch, wir sehen's. Also übrigens, ich sehe gerade im Hintergrund einen Belém Garden, wo 10.000 Schläuche reingehen, ja. Na komm. So, also ab ins Außendeck hinein. Ja, was spielen wir denn da? Ja, ich glaube, ich nehme das da. Ist immer ganz cool, wenn man so rechts gucken kann, was man so als nächstes machen muss und links nebenbei spielt und dazu noch ein bisschen sinnloses Zeug labert. Und es ist ja meist sinnlos, was ich hier laber. Außer synchronisiere gerade irgendwas. La 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 la. Da da. Dam dam. Ach ja. Ding. Komm, geh rein hier. Los. Müssen wir nicht eigentlich nach oben? Ach nee, wir müssen. Ah, stimmt. Ah, hab's schon total gelöscht gehabt aus dem Gedächtnis. Ach man. Ich würde es jetzt eigentlich schon gerne noch schaffen. Ich werde es auch ein bisschen in den Finger ziehen, glaube ich. Also wenn ich jetzt mal hier nicht jeden anrede und mit jedem quatsche, dann seid es mal verziehen. Ich würde nämlich gerne alles bis zum gewissen Punkt noch in diese Folge reinhacken. Yeah, wieder 15.000. Alter Schwede, wir haben viel zu viel Kohle. Mann, warum geht das nicht mehr? Wozu ist er denn noch da? Selfie ist. Ah, ich weiß, wo sie ist. Überm Lazarett in dem Eingang. So. Wir haben gar nicht mehr so viel zu tun. Fällt mir gerade auf. Erst jetzt nach der Folge quasi haben wir wieder richtig viel zu tun. Wo wahrscheinlich mal wieder so eine Special-Folge sein wird mit irgendwas. Zumindest werden wir dann erstmal eine ganze Weile nicht in der Story voranschreiten. Soweit sei es schon mal verraten. Also so mindestens 3-4 Folgen werde ich bestimmt brauchen dafür. Wenn nicht sogar mehr. Also es wird auf jeden Fall eine Special-Folge geben. Zum Löwenherz? Dann Karten spielen? Auf jeden Fall eine. Mindestens eine. Also wenn nicht sogar zwei. Es kann sein, dass es zu leichten Verzögerungen kommt nach dieser Folge. Dann haben wir noch. Ach ja. Was haben wir denn noch? Achso, ein paar Nebenquests und ein bisschen was einsammeln. Ja, okay, das ist relativ schnell gemacht. So, ein Reinfall. Der Garten fliegt, wir sind mit FH kollidiert. Da war gerade Squall im zweiten Stimmbruch. Kein Wunder. Ich hätte so gerne die Band hier auftreten sehen. Ich hatte schon einige Musiker in Aussicht. Ach je. Sieht niedergeschlagen aus.
Irvine überlassen. Komm, der Frauenhals will immer was tun hier. Irvine Kineas, ich überlasse sie dir. Hä? Wieso, Dude? Squall, Squall, kommen Sie bitte ins Direktorat. Was ist denn jetzt schon wieder? Es bringt nichts, es bringt ja nichts, sich hängen zu lassen. Genau, Sophie. Wir wollen Fun haben. Fun? Was denn, was denn? Jetzt zeig's ihr. Fragen wir doch die Leute von FH, die gerade den Garten reparieren. Für die ist es doch ein Kinderspiel, um die Bühne wieder flott zu machen. Meinst du, ob sie wohl ja sagen? Keine Sorge. Ich werde dir helfen, die Leute zu überreden. Das heißt ja! Die von dir produzierte Band wird es trotzdem geben. Geben. Wow! Dann lass uns nach ein paar Musikern suchen. Das klappt ja. Das wird cool mit ihr. Ja, ja. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass der Dialekt, den ich dem Irvine gegeben habe, ziemlich schwierig ist. Das wäre alles. Ah, sieht doch schon viel besser aus hier oben. Bisschen moderner vor allen Dingen. Ich verstehe. Selfie hatte es schon berichtet. Sie müssen es schwer gehabt haben. Selfie meinte, dass sie den Bericht in ihrem Tagebuch veröffentlichen will. Sie sollten einmal hineinschauen. Übrigens, schien es das Ziel der Galbadianer zu sein, Elione zu finden. Offensichtlich auf Befehl der Hexe. Elione besitzt die Kraft, die Gedanken eines Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Ob sich die Hexe Edea diese Kraft einverleiben will, oder gibt es andere Gründe? Sie meinen, die galbadianische Armee handelt auf Befehl Edeas und hat in FH Elione gesucht? Sie hatten auch den Befehl, die Stadt niederzubrennen. Unabhängig davon, ob sie Elione finden oder nicht. Sie wollten wohl die Stadt zerstören, um keine Zufluchtsstätte zu bieten. Verstehe. Die Hexe Edea wird diese Taktik weiterhin anwenden, weltweit anwenden. Ja, es ist es selber. Bis sie Elione gefunden hat. Wir können nicht länger warten. Das bedeutet Kampf mit der Hexe. Yeah. Hier spricht Direktor Sid. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Oh. Immer diese Durchsagen. Ja, Quiz ist mal wieder bei ihrer Busenfreundin oder so. Ich habe Ihnen allen etwas Wichtiges mitzuteilen. Die Antriebsaggregate des Gartens werden zurzeit repariert. Wenn die Reparaturen fertig sind, werden wir FH verlassen und uns auf eine Reise begeben. Ja. Was ist für eine Reise? Um das mal wie in der Kindershow aufzuziehen. Ja, Sel wartet gerade für Hotdogs. Wir werden gegen die Hexe kämpfen. Der Garten wird uns als Stützpunkt dienen. Das Management wird weiterhin von mir und dem Team geführt. Dem Team? Fragezeichen. Uns steht ein Kampf bevor. Dazu brauchen wir einen fähigen Anführer. Ich, der Direktor, habe Squall zum Truppenführer ernannt. Was natürlich Squall auf alle Fälle gefallen wird, weil er ja gerne Truppenführer ist, wie wir jetzt schon feststellen konnten mehrmals. Ab sofort übernimmt Squall das Kommando über den Garten. Im Ernst? Ich wünsche uns allen viel Glück. Das ist nicht fair. Wer meine Entscheidung nicht gut heißt, soll sich direkt bei mir beschweren. Was ist mit meiner Meinung? Natürlich ganz geil. Ich will nicht Truppenführer sein. Hau ab. Squall, es liegt jetzt alles an Ihnen. Das ist Ihr Schicksal. Der Kampf mit der Hexe war schon immer ihre Bestimmung. Squall goes wieder mal in Rage. Tun Sie nicht so, als sei es mein Leben, zurückspulen. Tun Sie nicht so, als sei mein Leben schon vorausbestimmt gewesen. Der hat aber auch manchmal Sätze, alter Schwede. Mit der Hexe kämpfen ist okay, solange ich ein Sieg bin, ist das ohnehin unumgänglich. Solange ich ein Sieg bin? Aus der Siedeinheit austreten? Austreten und was dann? Was bleibt dann noch von mir? Ich will nicht mal daran denken, kommt nicht in Frage. Ja. Und jetzt? Mal wieder im Bett und er denkt mal wieder viel zu lange über irgendwas nach. Ich muss tun, was der Direktor gesagt hat. Den Garten führen und die Hexe besiegen. Nicht die Kämpfe, was mir zu schaffen macht. Gott, egal. Ich muss so schnell wie möglich die Hexe beseitigen und das Ganze beenden. Die Hexe ist doch die Ehefrau von Direktor Sid. Heißt das, wir sollen seine Frau beseitigen?
Wie muss man sich fühlen, einen solchen Befehl zu geben? Dieser Kunde hat einfach mal nichts Besseres zu tun, als Ewigkeiten nachzudenken. Ist unglaublich. Hallo allerseits. Darf ich vorstellen? Die Produzentin Selfie. Danke. Dass Quall nun zum Kommandanten befördert worden ist, möchte ich ihm als Zeichen der Freundschaft ein Musikstück schenken. Juhu, Selfie, juhu. Das wird ein Spaß. Wer soll das Stück spielen? Schau dich schon mal um. Oh. Meinst du etwa uns? Ob das gut geht? Lasst uns einfach probieren. Instrumente und Noten stehen bereit. 4 Leute bilden die Band. Wow, cool. Tut mir leid, aber du spielst nicht in der Band, Rinoa. Was? Ihr wollt mich ausschließen? Nein, nein. Für dich habe ich eine besonders wichtige Aufgabe, Rinoa. Was sollen wir jetzt tun? Wir können nicht einfach drauf losspielen. Darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich habe diesen Posten angenommen, gleich nachdem ich die Schule gewechselt habe. Mein Vorgänger hatte Noten bereitgestellt, aber nach dem Chaos letztens sind die Blätter durcheinander gekommen. Das Stück besteht normalerweise aus 4 Stimmen. Ich habe aber hier 8 Stimmen. Was heißt das? Aus den 8 müssen die 4 Wichtigen aussuchen. Dann müsste das Stück stimmen. Aber wenn wir die falschen Stimmen erwischen, haben wir einen Salat. Jeder nimmt ein Instrument und spielt seinen Part. Irvine wird die richtigen aussuchen. Dann fangen wir mal an. So, und hier gibt es nämlich nur 2 richtige Reihenfolgen. Wenn das nicht richtig gemacht wird, dann sagt Rinoa was dazu. Ich entscheide mich in dem Fall für Piano, E-Gitarre, Bass und Saxophon. Das andere Richtige wäre, nur fürs Protokoll, Gitarre, Flöte, Steppschuhe und Violine. So, also. Ja, ich würde sagen, zum Xell passt die E-Gitarre. An dem können wir jetzt auch erstmal rumprobieren und hören, wie alles klingt. Und sich das dann als gute Musiker selbst zusammenschmieden. Ja, so klingt das Ganze. Okay. Nächster. E-Gitarre Hammer. Da machen wir jetzt Irvine. Ja, ich glaube, zu dem passt der Bass ganz gut. Wollen das auch ein bisschen ordentlich gleich einteilen hier. So, gut so. Weiter. Dann haben wir noch Piano, Selfie, nee, Selfie macht Saxophon. Und die Quiz ist nur das Piano in die Hand. Das passt eigentlich ganz gut so, auch so von der Aufteilung her. Weil ich glaube, dass die Reihenfolge war egal. Okay. Ach ja, ich liebe dieses Stück. Und Klavier, spiel die gute Quiz des. Das wird jetzt mal einfach so aus dem Hut zaubern wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, mal so ein übelster Flügel, weißt du, so einen übelsten Flügel hinzaubern. Okay, passt so. Okay, jetzt heißt es bis zum Abend üben. Am Abend beginnt dein Part, Rinoa. Ich bin so aufgeregt. Wird schon schief gehen. Ich freue mich so auf den Abend. Ja, hätten wir das geschafft. Und das müssen wir jetzt auch noch fertig machen quasi. Verdammt langweilig. Was die anderen wohl machen? Na, ein bisschen länger wird die Folge nochmal, aber naja, was soll's. Wir speichern kurz. Und dann gehen wir mal raus hier. 48 Leben hat er noch. Stark. Huch. So. Go, 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 go. Ja, wir müssen jetzt raus, quasi nach FH, glaube ich sogar. Oder war das jetzt eine Überblende? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, okay. Da kommt er ja. Viel Glück, Rinoa. Rinoa. Ach ja, unsere Männer sind alle im Stimmbruch. Hallo, Rinoa. Hey, wie geht's? Naja. Du machst wohl auf Trübsal. Sag jetzt nicht wirklich.
Wenn du das sagst, kann ich mich gleich vergessen. Nicht wirklich. Wie wär's mit einem Live-Konzert? Kein Bock. Aber ich komm schon. Super! Ja, weil die hätte so oder so genervt, von daher kann man auch gleich sagen, ich gehe mit. Ist halt so Rinoas Typ, sag ich mal. Nerven bis zum Umfallen. So, da unten ist es nämlich. Hey, ihr beiden! Doch sieht ja vielversprechend aus. Naja, so lala. Da gibt's einen Ort, wo ihr beide eine schöne Zeit verbringen könnt. Schöne Zeit? Überhaupt nicht drei- oder vierdeutig? Nein. Neben der Bühne, ich hab's reserviert. Dort, wo die alte Zeitschrift liegt, ihr könnt's benutzen. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich bin froh, wenn ich meinem Chef dienlich sein kann. Ach Gott. Du machst dir um mich Sorgen. Wohl wahr. Ich werde es mir anschauen. Wenn ich komme, müssen wir uns aber abwechseln. So ein Kunde einer. So, jetzt muss ich aber warm. Was? Scheint wohl nicht zu klappen. Och, vor Jesus. Ach ja, ich liebe den Humor von Final Fantasy 8. Ist einfach nur so cool. Schlimme ist ja, das Spiel ist ab 12, da versteht man vieles noch gar nicht. Ach ja. Ist es nicht schön. So. Das muss ich auf alle Fälle noch machen. Ich will dann die nächste Folge nochmal eine Special-Folge raushauen. Deswegen muss ich das jetzt fertig bekommen hier. Squall! Dies ist ein Geschenk an unseren neuen Kommandanten Squall. Und auch an dich, Rinoa. Was zum Henker? Lass es krachen. Hier kommt die Selfie-Band. Oh, das war jetzt falsch. Also ihr habt gerade kurz unten gesehen, man kann ja noch Perspektivenwechsel machen. Und die Band von hinten angucken und von vorne und von der Seite und keine Ahnung was. Genau, Perspektivenwechsel von hinten. Ja, ihr seht mir auch gerade, dass ich eigentlich alleine bin. Renoir ist einmal weggezaubert. So, und wenn man dann zu dem geheimen Platz geht, der ist nämlich hier, zufälligerweise. Das muss der Platz sein, den Irwin gemeint hat. Oh, da liegt ein unanständiges Heft. Ah. Irwin, du Vollidiot. Du wolltest mit mir reden? Ist es okay hier? So, raus mit der Sprache. Squall, du führst doch jetzt den Garten an. Das muss sehr anstrengend sein. Willst du mich unter Druck setzen? Du hast harte Zeiten vor dir. Du wirst manchmal nur noch vor dich hinnörgeln. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dir die Probleme wahrscheinlich alleine aufbürden wirst. Ihr habt über mich gesprochen? Wir sind sehr gut in Nachahmen, besonders dich, Squall. Du runzelst so die Stirn. Oh nein, ich liebe dieses Spiel. Ja. Kurz mal Gewalt gegen Frauen noch verherrlicht. Bis morgen. Halt, sorry. Wir haben darüber gesprochen, dass du wahrscheinlich nicht alleine die Antwort auf alle Fragen finden kannst. Bam. Mal einfach so runterschubsen, 10 Meter, egal. Ach ja. Es ist egal was. Es ist wirklich egal über was. Nur sprich einfach mit uns. Sprich über deine Sorgen und Probleme. Vielleicht können wir dir helfen. Wir wären dann auch in der Lage, unsere Kräfte auf die Mission zu konzentrieren, meinte Quistis. Wenn man sich auf andere verlässt, ist die Enttäuschung später groß. Wir können alle nicht ewig zusammenbleiben.
Wenn du Freunde hast, die dir vertrauen und Erwachsene, denen du vertraust, fühlst du dich geborgen. Aber es ist falsch, sich daran zu gewöhnen. Eines Tages wirst du aus dieser Geborgenheit herausgerissen. Begreift ihr nicht, man fühlt sich verlassen. Und das ist sehr, sehr hart. Irgendwann kommt so ein Zeitpunkt, es ist schwer, das zu überwinden. Deswegen will ich alleine sein. Ich brauche keine Freunde. Sorry, aber ich finde es grässlich. Was? Meinst du mich? Wenn du meinst... Bist du fertig? Nein, nein, Squall. Ich meine dieses Musikstück. Ich mag diese Melodie, aber die Art, wie sie es aufführen, finde ich echt grässlich. Ist ja schon gut. Ist es nicht. Squall, ich warte auf deine Antwort. Antwort auf was? Ach ja. Wenn ich keine Wahl habe, werde ich euch um Hilfe bitten. Gut so? Warum? Warum sagst du nur sowas? Bist du sauer? Das war doch nur ein Missverständnis, oder? Tja, sorry. Sag nicht sorry, wenn du es nicht so meinst. Wenn du es nicht so meinst. Damit willst du doch nur sagen, das Gespräch ist beendet. Warum artet das immer so aus? Warum bloß? Warum hast du eigentlich gerade gesagt, das ist grässlich? Habe ich die Reihenfolge doch verkackt? Hä? Hatte schon E-Gitarre, oder? Habe ich Gitarre gewählt? Nee, es war die Gitarre. Komisch. Naja, egal. Das ändert sowieso nichts. Ich will lieber alleine sein. Du musst schon mal kurz recherchieren dann. Vielleicht habe ich doch was falsch gemacht. Obwohl es eigentlich richtig klingt. Es gibt ja noch eine schnelle Version. Das wäre dann halt die andere Kombination. Es kann auch sein, dass sie es trotzdem hässlich findet. Grässlich. Komisch. Ah ne, ich glaube, sonst sagt sie, es klingt irgendwie komisch, was sie spielen. Ja, naja. Unser Squall hat mal wieder sein Rendezvous verkackt, wie er halt so ist. Der kleine Squally. Squally-Liney. Mal schauen, was der nächste Tag bringt. Ich meine, vielleicht kam er das irgendwann doch noch zum Abschluss, zu einem besseren Ende, meine ich natürlich. L. Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Ja, mal wieder im Flashback, nochmal dasselbe fast. Ja, Squall ist schon ein bisschen, ja, naja. Squall, Schulsprecher Squall, bitte sofort auf die Brücke. Was denn nun schon wieder? Schulsprecher? Meine Güte, die denken sich jeden Tag was Neues aus. Ja, gut. Zunächst speichern wir aber. Wie gesagt, ich mache das jetzt noch, obwohl, das könnte ich jetzt eigentlich schon sein lassen, weil eigentlich könnte man dann direkt in der nächsten Folge dann weitermachen. Nee, ich gehe mal noch fix hoch. Das machen wir noch fix. Die Folge ist eh schon wieder überzogen, von daher ist das auch Wurst. Ja. Mal gucken. Wir müssen ja quasi hoch auf die Brücke und da müsste dann eigentlich schon endlich mal die Reparatur erledigt sein. Zumindest habe ich mir... Halt. Das hier war die Mensa, oder? Da gehen wir nochmal kurz rein. Hoffentlich hatte ich schon auf. Früh um 5. Oh, 16 ist es ja gerade bei mir. So, eigentlich müsste ich jetzt hier... Oder? Alles restlos ausverkauft. Aber das war doch hier irgendwo. Ah! Oder nicht? Hey, du bist doch der Anführer. Viel Erfolg, ich bin auf deiner Seite. Sag doch mal was anderes. Ich will was anderes von dir hören. Eigentlich müsste eine von denen was anderes sagen. Mano, gibt's hier noch eine andere Frau? Eigentlich müsste eine Mensa-Frau einen Angehörigen in FH haben. Und wenn man das von der Mensa-Frau erfährt, kann man auch den Angehörigen, den Typen dann quasi überreden, wieder zurückzukommen. Aber es scheint immer noch nicht zu gehen. Irgendwann muss es auch mal wieder gehen. Mann, blödes Ding. Okay, dann nicht. Mal gucken, wann das geht. Ich hab das ja vorher auch noch nie gemacht. Zumindest das. Das sind halt so Sachen, die macht man halt nicht in einem normalen Durchspielen, ohne das zu wissen.
So, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch... Nix. Das war's jetzt eigentlich von der Folge. Wir sind halt bloß noch jetzt hoch. Und dann kommen wieder mal Nebenquests und Nebenquests. Da werde ich auch einiges offline offscreen vorher ausprobieren. Und schauen halt, wie wir das gestalten können, dass ich das möglichst in wenig Folgen packe. Ich will das ja auch nicht ewig langziehen, das Ganze. Das wäre ja auch blöd. Werde ich mir mal schön Gedanken machen dürfen. So, zweiter Stock. Mittlerweile muss man hier immer aufpassen, dass man nicht einfach nur X drückt, sondern man muss halt echt... Ach nee, Quatsch, zweiter Stock ist schon mal blöd. Ja, man muss aufpassen, wo man hindrückt. Das hat man sowas hier, so eine Zwischensache nochmal. Wo man rausgeht und wieder dagegen läuft und wieder reingeht. Und dann nochmal ersten Stock auswählt, das hatte ich nämlich schon sehr häufig eigentlich. So, was ich aber interessant finde, ist, dass man von hier aus nicht direkt vom zweiten Stock nicht in den Keller kann. Das ist irgendwie merkwürdig. Naja. Dann hoch hier. Hoch hier, hab ich gesagt. Hallo, danke. Gut. Mal gucken, was sie diesmal zu sagen haben. Hallo. Hallo, Schulsprecher. Schulsprecher. Das ist dein Rang. Ich und Quistis haben uns das ausgedacht. Sorry, dass wir ohne dein Wissen beschlossen haben, aber wir müssen uns die Arbeit aufteilen. Ich werde mich innerhalb des Gartens um den Nachwuchs kümmern. Ich werde zusammen mit Dr. Kadowaki nach den Schülern sehen. Dein Aufgabengebiet umfasst die Routenplanung und das Strategische. Ach ja. Lass Selfie ein wenig ausruhen. Sie meinte, dass alles in Ordnung wäre, aber das mit den Raketen scheint sie mitgenommen zu haben. Und? Okay? Okay, einverstanden. Gut, ich habe schon was zu berichten. Hi Squall. Ach ja, du weißt doch, dass die Leute von FH den Garten repariert haben. Die Arbeiten sind jetzt fertig, das heißt, der Garten kann wieder fliegen. Yay! Übrigens, ich bin jetzt für die Steuerung zuständig. Die Leute von FH haben mir alles erklärt, überlass mir also das Steuern. Sag einfach Bescheid, wenn du los willst. Wohin jetzt? Leider haben wir zu wenig Infos. Hört mal, wie wär's, wenn wir kurz nach Belém zurückgehen? Wir haben schließlich die Stadt beschädigt, wie es wohl dort aussieht. Vielleicht passiert in Belém dasselbe wie in FH. Es ist ja ebenfalls eine Hafenstadt. Hm, du hast recht. Was machen wir, Squall? Männer sind im Stimmbruch, Frauen sind im Stimmbruch. Ich habe es überhaupt nicht durcheinander. So, wir legen ab. Das mit der Mensafrau werde ich wohl doch erstmal lassen. Mal gucken, wie ich das dann mache. Hier spricht die Brücke. Ich will das jetzt bloß weg haben hier, diese ganzen Zwischensachen, dass wir das dann zügig voranschreiten lassen können in den nächsten Folgen. In Kürze wird der Garten seine Reise fortsetzen. Schulsprecher Squall möchte vorher seine Antrittsrede halten. Bitte was? Darauf habe ich keinen Bock. Schalte das Mikrofon aus. Typisch Squall. So Mikrofon im Mund. Ach, ich hab keinen Bock. Hau ab, Spinner. So, jetzt können wir uns hier quasi noch eine Truppe aussuchen. Natürlich Irvine mit und natürlich Xell. Selfie ist halt jetzt noch, wie gesagt, erschöpft und möchte nicht mit uns. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir haben unser stärkstes Team quasi. Gekoppelt ist eh nichts mehr. So. Also, Garten steuern. Endlich. So, dann haben wir jetzt nämlich die freie Wahl, wo wir hinwollen. So, Steuerung des Gartens ist wie mit dem Auto. Viereck vorwärts, Dreieck rückwärts, auf die Brücke, ein- und aussteigen, ist mit X. Richtungstaste. Oh. Vorwärts, rückwärts, Perspektive ändern, alles klar. Weiß gar nicht, wie das war mit der Perspektive ändern. Achso. Jetzt müssten wir uns aber ein bisschen überlegen, wo wir eigentlich hinwollen. Da ist Belém, da wollen wir erstmal gar nicht hin. Denn da geht die Story weiter, was ein bisschen jetzt nicht so mein Interesse ist. Travia Garden müssen wir auch noch irgendwann hin. Schulmidorf. Übrigens witzig, dass das eingezeichnet wird, weil da waren wir ja noch nicht. Das haben wir noch. Dollet haben wir noch. Timber. Win Hill. Wüstengefängnis, da wollen wir auf jeden Fall nicht hin in nächster Zukunft. Und Deling City. Der Rest ist alles noch ein bisschen im Geheimen. Das ist das, was ich jetzt quasi mir dann zurechtlege, was wir als nächstes machen. Huch.
Ich würde sagen, wir fliegen erstmal kurz. Das wird wahrscheinlich so das nächste sein nach Dollet, falls das so einfach geht. Ich hoffe es mal. Da werde ich nämlich als nächstes was machen und da werde ich erstmal aussteigen und speichern. Übrigens, da sehen wir schon einen Galbadier Garden, deswegen wollen wir da halt nicht hin. Ja, der Galbadier Garden kann auch fliegen. Oh Wunder, oh Wunder. Karte mal bitte. Jetzt muss ich hier bloß noch fix eine Küste finden. Und dann gehen wir bei Dollet erstmal an Land. Das wird wahrscheinlich das erste sein. Oder ich werde dann in der nächsten Folge woanders mich sehen. Gehen wir bei Dollet an Land, sagt er. Und hier ist kein Strand. Das ist nämlich die große Schwäche von dem Garden. Er kann nur bei Küsten an Land gehen. Und hier passiert das hier. Nämlich nix. Entschuldigung. Und da muss man halt jetzt ein bisschen gucken, dass man die nächste Küste findet und von da aus dann irgendwie hinkommt. Nächste Küste? Ah, da. Da ist schon mal eine Küste. Ist aber auch überhaupt nicht das, wo wir hinwollen. Ja, das ist nämlich die Inseln davor. Da kann man immer versuchen, sie ein bisschen hier drüber zu klitschen. So. Und so. Und so. Da ist man aber immer noch. Dollet wird also schon mal nicht so einfach, oder? Geht es hier hinten noch irgendwo noch? Da geht's hoch, da. Na, da muss man ein bisschen suchen. Das ist beim Garten ein bisschen kompliziert. Genau. Ich kann ja mal eine Karte machen, theoretisch, wo man mit dem Garten hinkommt und wo nicht. Das ist nämlich recht interessant, weil man wichtige Gebiete jetzt noch nicht erkunden kann, die aber schon interessant wären eigentlich. So, halt, jetzt hier Dollet, bin ich jetzt richtig? Ja, bin hier richtig, glaube ich. Irgendwo da müsste, genau, da ist Dollet. Steigen wir aus. Und speichern. Das ist nämlich das Schöne, man kann einfach aussteigen und speichern beim Belem Garden. So, ach Mensch, schon über einen Tag gespielt. Schön. Ich würde auch noch einen Tag spielen. Werde ich wahrscheinlich auch. Naja, das war's erstmal wieder von dieser Folge. Dann bis zur nächsten, wenn wir dann irgendwas Spezielles machen. Ach ja. Ja, bis dahin und tschüss.